Sets. Back. The mood is good. Hello, everybody. Welcome to Black Forest Voices. I'm Nina. Ich bin gerade dabei, die letzten Vorbereitungen für den Livestream zu machen, die neuen Videos einzupflegen und sowas und genau noch ein paar Texte einzusetzen. Ich wollte eigentlich eher was Kleineres machen, dachte so, ach komm, wir machen ein paar Workshops, wir machen so ein paar Konzerte. Wir haben noch lange gehofft, dass wir es noch irgendwie stattfinden lassen können im ursprünglichen. Mussten aber dann irgendwann einen Cut machen und sagen, okay, wir switchen komplett auf ein Online-Festival und hatten dann noch 2 Monate. Dann kamen super viele Ideen auf aus dem Team, wo ich dann irgendwann dachte, wer soll das alles machen in dieser kurzen Zeit? Es ist verrückt. Wir sind plötzlich ein bisschen wie Fernsehproduzenten und keiner von uns ist es. Also. Ich glaube, wir haben versucht, einen Ort zu kreieren, dass Leute sich treffen können in diesem Sommer, auch wenn man sich eigentlich nicht treffen darf. Welcome to the big vocal night here at Black Forest Voices Festival. Had we been in different circumstances, we would be meeting all together in Kirchzarten in the Black Forest. Good evening, Black Forest Voices from the UK. Hello everybody in Germany, in Europe and around the world. Leute brauchen Kultur. Leute brauchen Singen. Die wollen sich treffen, die wollen sich austauschen, ansonsten wird man verrückt. We sing and we wish for something. We sing for something larger than ourselves. It's a festival built on friendship between people and how to create new friendship and relations. I've never heard about any festivals. It's a whole new, again, it's a whole new product. And I think that's also something that was in Toby's personality. When we walk from here, where we are comfortable, to here, which is a place that we don't really know yet what that might be. Distance is not necessarily a barrier. You can feel close even though you're far apart. I think you can say that the Black Forest Voices has kind of made a cappella history. And we will be there next year. So everybody, if you can come,